Hallihallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Charmrider. Kuro ist wieder da. Ja. Tolle Ansage. Und es laggt. Und es laggt. Jetzt Pause. Anscheinend packt mein Laptop nicht mehr. Ja, ich zocke auf dem Laptop. Die meisten sagen, wie kannst du nur? Ja. Woher soll ich wieder das Geld holen, dass ich mir einen super Profi-Gamer-PC holen kann oder so? Und anscheinend ist mein Laptop ein bisschen schlechter geworden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Huch. Aber ich werde jetzt nicht aufhören, weil wir sind jetzt kurz vorm Ende. Das heißt, ich glaube, ich so ungefähr. Wo war das doch? Was ist das? Jo. Okay, ich werde jetzt nicht aufgeben. Oh, das laggt wirklich. Das ist ja schlimm. Ich guck mal noch, ob ich da ein bisschen was runtersetzen kann. Hallo? Nee. Niedrig? Nein, ich würde es auf normal lassen. Was, wenn ich auf aus mache? Ne, warte mal hier. Da. Mach ich das wieder an? Los. Übernehmen. Okay. Ja, wie oft soll ich denn noch auf Ja drücken? Okay, jetzt ist es ein bisschen fetter geworden, habe ich das Gefühl. Huch. Ich mach's zurück, das sieht scheiße aus. Gleich wieder da. So, dann sind wir auch eigentlich wieder. Auf dem Bogen. Hier rüber. Lebt er immer noch? Lebt da denn noch jemand? Die Musik hört auch nicht mehr auf. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bin irgendwie gerade voll. Okay.
habe ihn nicht getroffen, oder? Ich habe gesehen, dass es bei Steam jetzt bald dieser, ich glaube, das ist der zweite Teil von Resident Evil, dass da bald hochkommt. Also da, also zu verkaufen ist. Und mal schauen, ob das dann bei mir funktioniert. Und dann wollte ich das gerne halt let's playen. Ich liebe Resident Evil. Ich spiele jetzt halt auch den vierten Teil nochmal auf der Wii U. Oh, ey, wie die hier voll ziehen und treffen können, ne? Genau. Schießt denn sonst noch jemand? Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf die Pistole, genau. So. Wow, die kommen jetzt hier rein, oder was? Schnell, 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 schnell. Spielen die Sicherheit noch. Wow, voll durch den Kopf. Obwohl ich das bei dem anderen auch gemacht habe und dennoch. Fangen wir mal ein Thema an. Freut euch auf die neueste Staffel von The Walking Dead. Also jetzt nicht das Spiel, sondern die Serie. Also ich schon. Viele sagen zwar, oh, das ist voll lang, weil ich dabei finde ich das gar nicht so langweilig. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, wie die das gemacht haben, dass da halt auch gar keiner was von Zombie-Filmen wusste oder so. Das finde ich dann auch nochmal irgendwie realistischer. Und jetzt frage ich mich einfach, wie es da aussieht, wenn die, wie hieß noch gleich, dieser Ort, wo die reingehen. Ich wusste es, aber jetzt habe ich es vergessen. Wie sieht einfach nur so guckt, ja. Wo schmeißen die denn? Nein, die andere Pistole. Das ist die falsche. Ich möchte doch nur die andere Waffe. Genau die. Oh nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Kommt jetzt alle her oder was? Wow.
das ankotzt. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Und das laggt und das nervt. Wie könnt ihr mich eigentlich sehen? Stehen die hier drin oder was? Dass sie nicht mal herkommen oder so, ne? Da unten steht, glaube ich, jemand. Bin hier, du Schwein. Hä, hey, von wo schwamm Eisen die denn? Mein gefährliches Schwein. Was sind die denn? Ach, da oben. Ich hab doch da gerade jemanden gesehen. Hm. Und wo schmeißen die denn immer? Doch, ich kann alles, wenn ich will. Ich glaube, hier war einer. Kopfschuss. Da unten. Tolle Deckung hast du da. Wow. War da hier nicht noch eine? Doch, dahinter steht einer. Nee, hat nicht funktioniert. Wow, ich hab getroffen. Ich schieße einfach auf sein Bein. Es hat geklappt. Nein, ich brauche kein Feuer. Nein, 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 nein. Ich möchte es ausmachen. Okay, jetzt muss ich gucken. Huch, was war das denn? Egal. Ah, hier war ich auch schon, stimmt. Hier haben die dann voll auf mich geschossen, ich weiß nicht mehr. Irgendwie nicht weitergekommen. Die Outsiderin!
Die Outsiderin! Ne, das bringt nichts. Das Licht kann ich auch nicht ausmachen. Der mich nicht mehr. Ich Angst, dass er das kaputt schießt oder so. Ich muss doch rüber. Warte, da ist ein rotes Fass oder so, ne? Scheiße. Scheiße. Scheiße! Was mach ich denn? Wir sind schon bei 17 Minuten. So lang soll es eigentlich gar nicht gehen. Ich glaube, ich versuche das jetzt ohne Aufnahme zu machen, damit es nicht so rumleckt und dann kann ich wieder reinkommen. So, Leute, wir haben es geschafft. Ich musste da mich immer so langsam ranpirschen und so. Jo, und jetzt sind wir fertig. Haben den mit einer Granate ab. Lara. Ja, Sam! Lara, kletter rüber! Na los! Lauf zu Rock. Ich komm nach. Und Sam, steigt nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Lauf, Sam, lauf! Oh Mann. Ins Feuer entkommen sie aus dem Lager der Solari. Warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich? Okay, hier ist das Tor. Ich möchte mich aber vorher noch ein bisschen umsehen. Oder muss ich hier rauf? Anscheinend muss ich hier lang. Okay. Wie gesagt, es tut mir unfassbar leid, dass es jetzt anfängt zu laggen. Ich kann da auch nichts mehr dagegen tun. Und, also ich könnte schon versuchen, irgendwie bei der nächsten Aufnahme es anders zu machen. Naja, aber ich möchte jetzt das Spiel einfach so gut es geht durchkriegen, weil ich dann dieses Let's Play dann beendet habe. Oh mein Gott, wer ist das? Ach du Scheiße. Alter! Oh, scheiße, Feuer. Können die uns nicht einfach in Ruhe lassen und dann können die selber weglaufen? Das ist ja nervig. Oh nein, sie dürfen nicht in den Helikopter steigen. Wenn wir drauf schießen? Ich treffe es nicht. Oh mein Gott, das Ding brennt unter uns. Oh nein. Oh, ich hasse diesen Opa. Oh, wir sind hier verletzt. Ich glaube, unsere Wunde ist aufgegangen. Lauf, Lara, lauf! Oh, ich darf lenken. Kacke. Bin ich jetzt tot?
Ach du Scheiße. F! Oh mein Gott. Oh, zum Glück habe ich gerade noch die F-Taste gefunden. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Nein! Oh Mann, wir sind gestorben. Shit. Das schaffen wir aber noch. Das schaffen wir noch. Ich hoffe, wir sind bald fertig. Wir sind jetzt bei 26 Minuten, ja? Ich sehe gar nichts. Einfach gar nichts. Was? Oh, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. Kommen wir da rüber? Ja. Nein. Wow. Lauf, 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 lauf. Ey, das ist so am Laggen, dass ich kaum irgendwie was sehe. Das ist, kommt voll Matrix rüber. Los, Lara! Los, Lara! Du schaffst das! Oh mein Gott! Rauf! Kletter rauf! Oh, jetzt dürfen wir noch hoch balancieren. Ich wusste, dass Laras Leben actionreich ist, aber dass es so actionmäßig ist, wusste ich nie. Okay. Schnell, 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 schnell. Oh! Ich wusste nicht, dass da so eine Mauer, so eine Wand ist. Und hätte ich jetzt eh gedrückt. Kacke. Schon 30 Minuten. Habe ich gerade noch irgendwie auf 25 oder so? Da geht der echt schnell hin. Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Meine Güte, die macht mir Panik! Los, 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 los! Komm schon, aber wir sind, glaube ich, kurz vorm Ziel, also Mann, ich schlapp. Darf ich jetzt springen oder muss sie das allein machen? Ich habe irgendwie auf sein nicht geschafft. Komm schon! Lauf, Lara! Soll ich irgendwas drücken? Los, Lara! Ist die Karte runtergefallen? Was war das? Das sah so aus, als würde da eben runterfallen. Wir können sie nicht zurücklassen. Nein, nicht landen. Bitte flieg nach Hause.
Tja, das ist halt Lara, die ist immer verrückt. Oha, oha. Oh nein, unser Helikopter. Alter, was für eine Notlandung. Lara! Lara! Dame Roth ist zerquetscht. Lara! Lara! Oder auch nicht. Na komm, Lara. Oha, Pedo. Nein, Spaß. Ja. Na komm schon, los! Ah, da bist du. Da bist du. Nein, nicht sterben! Ah, meine Güte. Dieses Mädchen macht einfach jeden irgendwie fast einen Herzinfarkt. Weil die so viel durchmachen muss und keine Ahnung, da hat man irgendwie total Mitleid mit ihr, man fiebert voll mit ihr mit und alles. Pass auf, nein, nein! Hier ist Lari, hinter dir, hinter dir! Achso, nee, vor dir, vor dir. Scheiße, scheiße. Nein! Nein, nein! Nein! Ist sie jetzt runtergefallen? Hä, auf einmal hat er wieder Munition. Oder. Ron. Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Ron. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Croft. Hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Oder so. Und so soll er von uns gehen. Genau. Besser könnte ich es auch nicht sagen. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin.
die hier? Wie gelassen sie ist, obwohl sie eigentlich geopfert werden sollte. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Super. Also geht es weiter. Und das passiert aber auch erst im nächsten Part wieder. Verdammt. Ich hätte mit ihnen gehen sollen.